Sonne, See und Sicherheit. Trotz dieser Vorteile will Viktoria Podolska nicht weiter auf diesem Campingplatz in Berlin bleiben. Damit ihre Tochter Oksana sicher ist, ist die 40-jährige Kiewerin mit ihr am 3. März aus der Ukraine geflüchtet. Zurück blieb ihr Mann Konstantin. Jetzt, nach 5 Monaten in Deutschland, will sie nach Hause zurückkehren, trotz des andauernden Krieges. Wir vermissen unsere Familie sehr, meinen Mann, ihren Vater. Wenn ich über ihn rede, kommen mir die Tränen. Wir wollen unsere Familie sehen. Angst über das, was kommt, ist aber natürlich da. Im Gegensatz zu ihrer Schwester, deren Haus in Mariupol zerstört wurde, wird Viktoria ihre alte Wohnung in Kiew wohl so vorfinden, wie sie sie verlassen hat. Tochter Oksana ist für September schon im Kindergarten in Kiew angemeldet. Nach ihrem Mutterschutz im Herbst erhofft sich Viktoria, ihren alten Job bei einem Bauunternehmen in Kiew wieder aufzunehmen. Es war wirklich schwierig. Ich hatte eine nervöse Zeit. Jedes Mal, wenn ich zum Sozialamt fuhr, wollte ich meine Sachen nehmen und nach Hause, den Koffer packen und in den Bus steigen. Dann habe ich mich beruhigt und mit anderen Menschen gesprochen, die Informationen hatten und die mich weitervermittelt haben. Das war sehr hilfreich. Viktoria hat ihr Busticket nach Kiew schon vor einem Monat gekauft. Täglich fahren Dutzende Busse von Berlin aus in verschiedene Städte der Ukraine. Seit April sind die meisten Busse ausgebucht. Wie das UN-Flüchtlingswerk berichtet, wollen viele der in Nachbarländer geflüchteten Ukrainer in ihren Aufnahmeländern bleiben. Während manche vorübergehend zurückfahren, um Verwandte zu besuchen oder zu retten, wollen laut UNHCR nur 16% tatsächlich zurück in die Ukraine ziehen. Das betrifft vor allem Menschen aus dem Westen und dem Norden des Landes wie Viktoria. Denn im Osten und im Süden der Ukraine ist die Lage ohnehin zu gefährlich.